Zinwald na krajnjem istoku Nemačke. Mesto s dugom rudarskom tradicijom koja se neguje i u lokalnom muzeju rudarstva. Ovde su vekovima kopani kalaj i drugi metali. Nakon zatvaranja svih rudnika, Zinvald se posvetio turizmu. Uskoro bi ovde opet moglo da se rudari. Ispod ovog sela, na granici s Češkom, krije se pravo blago. Litium. A ovo je čovek koji to blago želi da iskopa. Marko Ulig je direktor kompanije Zinvald Litium. Und seine Dresden Projekt, das Bedeutung für und Union Wir haben jetzt um, gemessene und angenommene Reserven von 430.000 Tonnen Lithium als Element, als Metall. Um, das sind sehr große Reserven. Das entspricht der zweitgrößten Lagerstätte innerhalb der EU und der drittgrößten Lagerstätte innerhalb Europas. litijum, koji neki zovu i zlatom energetske tranzicije. Ulig nam kaže da bi s litijumom iz Cinvalda moglo da se proizvede i do 800.000 baterija za električna vozila, godišnje. Nemačka danas uvozi kompletan litijum koji joj je potreban, zavisna je od Kine. To je veliki rizik za domaću privredu. Derzeit hängt ungefähr 115 Milliarden der Nettowertschöpfung Deutschlands an Lithium und Lithium verbundenen Projekten. Das sind etwa 480.000 Arbeitsplätze, die daran hängen. Zinwald Lithium bi najkasnije za dve do tri godine hteo da počne s kopanjem litijuma. Državne službe detaljno proveravaju taj projekat, pogotovo njegove moguće efekte na životnu sredinu. Lokalni meštani su zabrinuti. To su ljudi poput Rolfa Freudenberga iz građanske inicijative koja štiti interese žitelja Zinwalda. Oni strahujejo, da bi rudnik litiuma lahko popolnoma spremenil njihove življenje. E, Freudenberg je investiral do stanovcev v nekretnine v Cinwaldu. To je njegovo zavarovanje za stare dane. In sad se boji, da bo izgubil na vrednosti, če rudnik proradi. Die deutsche Staat und die Firma Zinwald Lithium erwarten konkrete Ideen, wie man diese Stadt als Touristenziel bewahrt. Dazu müssen Bedingungen geschaffen werden, bzw. Regularien gefunden werden, wie man den Bürgern von Zinwald Sicherheiten verschafft, falls es auch zu irgendwelchen Schäden kommt, Einkunftsschäden durch keine Vermietungsmöglichkeiten mehr. Schäden an Häusern, Schäden an Grundstücken, da haben wir eben unsere großen Bedenken. Tebrighe muche i en On Unser suprugom živini nekoliko kilometara dalje u idiličnoj prirodi kod mesta Berenštajna. planirani rudnik litijuma bi kako kaže, mogao nepovratno da uništi ovaj raj. Also nach den letzten Planungen, die mal bei einer öffentlichen Veranstaltung kurz aufgeblitzt sind, ist jetzt vorgesehen hier in dieser Aue des ist der kleinen Biela eine Chemiefabrik zu errichten von vielen Hektaren größer ungefähr 10 Hektar schätzungsweise und damit wäre direkt auch unser Haus betroffen. Die Pläne wie nie so finalni i još mnogo toga može da se promeni. Tvrdi Marko Uligis von der Firma Cinnval Lithium. In den letzten Monaten ist viel Zeit mit den Leuten auf dem Gelände verbracht worden. Er versucht, sie zu informieren, er ist sich ihrer wir müssen uns dessen im Klaren sein, dass wir, wenn wir selbstständig werden wollen in der Eigenversorgung, natürlich auch hinnehmen müssen, dass so ein Projekt nicht wirkungslos in der Region bleibt. Wir werden die Region verändern, wir werden das Leben der Menschen verändern, wir werden Einfluss auf die Natur haben. Da li je kompromis ovde moguć? Kako zaštititi prirodu, a istovremeno smanjiti zavisnost od kritičnih sirovina? Firma Cinvald Litium ukazuje na visoke ekološke standarde u Nemačkoj, a regionu obećava prosperitet i otvaranje novih radnih mesta. Jens Weber je ipak skeptičan. Die Menschen hier in Bärenstein haben lange Zeit mit den Auswirkungen des Zinnerzbergbaus gelebt, mit schlimmen Erfahrungen. Es gab schlimme Krankheiten. Die Auswirkungen auf die Natur waren fürchterlich und zum Teil bis heute anhaltend. Und die Menschen hier der Gegend wollen sowas nicht wieder erleben. Dalice Blago koji se krije ispod Zinvalda, i kada Dana? Firma Zinval Lithium da počne sa rudarenjem već za par godina. Konačnu odluku o tome će doneti Državna agencija za rudnike.